Willkommen zurück zu einem weiteren Part. Ja, wir sind im zweiten Part von Path of Fael. Letzten Montag sind wir auf die Karte Kristallwüste, Kristalloase und Richtung Amun reingekommen und haben die Heroldin von Balthasar kennengelernt. Ja, wir haben jetzt drei Sternchen. Der eine bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Deshalb würde ich sagen, machen wir den jetzt als erstes. Der wuselt da gerade auf uns zu. Und zwar haben wir den Unterkonstabler Kursis. Was wollt ihr? Seid ihr Case? Case. Kann sein. Wer fragt? Hauptmann Rahim schickt mich. Er ist wohl der Meinung, ihr verfügtet über Verbindungen zum Netzwerk der Hamazen. Ach ja? Da irrt er sich. Also verzieht euch. Hört mir mal gut zu, mein Freund. Ich bin gekommen, um den Gott des Krieges zu töten. Also werde ich irgendwelche Fliegen, die mir in die Quere kommen, einfach abklatschen, klar? Nun, wenn ihr so denkt, dann braucht ihr Salambur. Salambur. Er ist der Boss. Okay. Er ist das Netzwerk der Hamazen. Für gewöhnlich ist er in seiner Schreibstube im Casino. Aber er ist ein sehr viel beschäftigter Mann. Ich bin sicher, er wird ein bisschen Zeit für mich erübrigen. Okay. Wir haben einen neuen Stern hinzubekommen. Wir haben hier hinten noch Gemeindezentrum nach Ratsoberhaupt Iman. Das ist Salambur, den wir gerade vorgestellt bekommen haben, wo wir hingehen sollen. Und hier mit den Flüchtlingslager, mein Gott. Genau, ich würde sagen, wir gehen erst hier hin und dann dahin. Und ich freue mich so auf die Erweiterung. Wir haben damals mit der Erweiterung, glaube ich, gestartet und sind dann erst zu den anderen Stück für Stück gegangen. Gut, damals gab es jetzt noch nicht so viel, aber es kam eigentlich nur End of Dragons, Secret of the Obscure und ich glaube, die Eisbootsaga kam zu dem Zeitpunkt hinzu. Ich glaube, wir müssen in die Instanz. Okay, wo ist Iman? Ah, hi, Kommandeur. Oh, hi. Eure Gildenkameraden haben uns gerade mit Geschichten von euren Abenteuern erfreut. Ihr macht uns Ehre. Es geschieht nicht jeden Tag, dass wir hier eine Drachentöterin beherbergen. Das Ratsmitglied hat meinen Teil der Geschichte wohl falsch verstanden. Sonst würde sie sich nicht überschlagen, nur um euch zu schmeicheln. Ridlock. Nun, vielen Dank für das Kompliment, aber diesmal bin ich nicht hinter einem Drachen her, sondern hinter Balthasar. Habt ihr irgendwelche Informationen darüber, wo er sich aufhält? Ihr meint tatsächlich den Gott? Wir wissen nur, dass er ständig unterwegs ist, auf der Jagd nach irgendetwas. Und dass Amnun im Grunde von seinen Streitkräften umstellt ist, wie ihr ja vielleicht wisst. Unsere Lage ist ein wenig aussichtslos. Jokos Regierung hat Repräsentanten der Mondsicheln geschickt, um militärischen Beistand gegen die Geschmiedeten anzubieten. Die Mondsicheln mögen nicht mehr die ehrbaren Sonnenspeere von früher sein, aber sie wären kraftvolle Verbündete. Und in Zeiten wie diesen brauchen wir jede Hilfe, die wir bekommen können. Das stimmt. Habt ihr Leute Geschichtsbücher? Da könnt ihr jedes beliebige aufschlagen und es wird euch sagen, rasche Gewinne bringen langfristig Ärger. Das Ratsoberhaupt hat schon recht. Wir sollten dankbar sein, dass die Mondsicheln es überhaupt in Betracht ziehen, uns zu helfen. Wir sollten König Jokos Standarte schwenken und zeigen, dass wir die Unterstützung seines Reiches willkommen heißen. Wir haben Joko jahrelang widerstanden. Ich lasse ihn jetzt nicht so einfach hereinspazieren. Und auch noch kampflos? Niemals. Das ist Unfug. Unsere einzige Alternative wäre, dass wir uns mit der Priesterschaft Kormirs und den verbleibenden Sonnenspeeren zusammentun. Egal für welches Bündnis wir uns entscheiden, es wird Konflikte bringen. Amnun war immer unabhängig und das sollte so bleiben. Ach, wir drehen uns im Kreis. Jeder Rat, den ihr uns geben könntet, wäre willkommen, Kommandeur. Okay, wir haben schon gehört, Joko und Sonnensperre. Und was sollen wir eurer Meinung nach tun, Kommandeur? Haltet Amnun abhängig und neutral. Leistet Joko mit dem Symbol Kumirs und den Sonnensperren Widerstand. Nehmt Jokos Angebot an und setzt seine Erweckten im Kampf gegen die Geschmiedeten ein. Ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit und reden hier nochmal mit. Für euren Scharfreund ist es leicht, die Gefahr, die uns bedroht, einfach abzutun. Joko ist für niemanden die erste Wahl, aber wir können es uns nicht leisten, das Angebot des Archons abzulehnen.
Die Mondsicheln sind die einzigen, die stark genug sind, um unser Überleben zu sichern. Die Sonnenspeere sind nicht mehr zahlreich. Aber sie könnten noch immer ein Signalfeuer der Hoffnung sein. Ihr Orden hat alles geopfert, um Joko und den Mondsicheln zu trotzen. Sie werden uns vor den Geschmiedeten beschützen. Amnun muss seine Unabhängigkeit wahren. Unsere Tore waren immer offen. Auf diese Weise haben wir so lange überlebt. In dem Moment, wo wir uns auf eine Seite schlagen, fordern wir Ärger von den anderen heraus. Und ihr, Ratsmitglied? Ihr seid mächtig still hier drüben. Es gibt hier keine gute Lösung. All diese Pläne sind selbstmörderisch. Ich kann keinem zustimmen. Okay. Also wirklich schlauer bin ich jetzt nicht draus geworden. Wir haben ja aber noch Cass. Chalcomir galt hier schon als Heldin, ehe sie einen gefallenen Gott bezwang und sich seine Kräfte aneignete. Ihre Sonnenspeere haben das Volk hier immer ermutigt, weiterzukämpfen. Selbst dann, wenn die Dunkelheit näher kommt. Mag sein, dass sie nicht mehr zahlreich sind, aber ein Bündnis mit den Sonnenspeeren wäre das Licht im Dunkeln, das diese Stadt braucht. Okay, Cass, werde für die Sonnenspeere. Diese Leute sollten einfach auf sich selbst aufpassen. In dem Moment, wo diese schwafelnden Windbeutel eine Kreatur wie Joko in diese Stadt lassen, geben sie jede Hoffnung auf Freiheit auf. Er mag der Größte hier in der Gegend sein, aber was passiert, wenn die Geschmiedeten bezwungen sind? Jede Entscheidung, die man trifft, hat einen Preis. In diesem Fall müssen die Leute nichts weiter tun, als Joko ewig dienen, nachdem sie gestorben sind. Tolle Sache. Okay, also rein theoretisch, was ich jetzt gesehen habe, habe ich soweit alles durch, aber ich müsste mich jetzt nicht nochmal für einen Pfad speziell entscheiden. Ich weiß, dass wir damals für die Sonnensperre waren. Wir sind dann über diesen einen Mini-Feuern, das sah aus wie so ein Sternchen, den man dann auch dazu klickt, kann man immer wieder zu denen dann reisen. Ich weiß nicht, Joko, das ist so eine auferstandene Leiche meiner Meinung nach und ich würde auch wieder eher zu den Sonnensperren Bären tendieren. Ja, ich glaube, wir nehmen, wenn dann, die Sonnensperre, weil die waren schon immer hier, mal ein bisschen in Amnun. Ich sag immer Amun, aber es heißt Amnun. Auch wieder was gelernt nach ein paar Jahren. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen mit den Sonnensperren den Widerstand an. Danke für eure Meinung, Kommandeur. Wir wählen das Symbol Kormirs und des Widerstands der Sonnensperre. Amnun wird ein Quell der Hoffnung sein. Ein Licht, das den Rest der Wüste leiten wird. Kormir sei gepriesen. Schön gedacht. Wenn das alles vorbei ist, wird sich die Geschichte auf gar keinen Fall wiederholen. Das ist mir jetzt schon ein Ansporn. König Joko wird dafür sorgen, dass wir diese Entscheidung bereuen. Ihr habt uns gerade alle getötet. Die Sonnenspeere sind eine Belastung. Sie haben unsere Hilfe nötiger als wir ihre. Habt ihr kurz Zeit, Kommandeur? Also wir sehen, sie sind nicht mit unserer Entscheidung zufrieden. Wir kennen Joko noch nicht, den haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Die haben mit den Sonnensperren schon mal zusammengearbeitet, das war die Entscheidung eigentlich einfacher. Deshalb gucken wir jetzt mal, was Cass sagt. In einen Krieg verwickelt, den sie nicht verstehen. Balthasar kam in die Wüste, weil er hinter Kralkatorik her war, nicht hinter ihnen. Aber warum? Warum tut er das? Deshalb wollte ich ja, dass ihr die Sonnenspeere wählt. Als Vertretung von Kormir. Sie könnte uns zu Antworten führen. Oder eingreifen, wenn Balthasar etwas tut. Besonders dann, wenn er edle Ziele verfolgt, aber auf unedlem Wege. Eure Hoffnung ist inspirierend. Danke. Habt ihr etwas von Taimi gehört? Ich konnte kein deutliches Signal bekommen. Ich sollte es wohl nochmal versuchen. Ich habe ja große Neuigkeiten. Es muss doch irgendwo ein störungsfreies Fleckchen geben. Ich fange an zu suchen, sobald ich mit dem Sammeln von Informationen fertig bin. Okay. Okay. Heißt, wir können einfach rausgehen jetzt. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir dieses Sternchen jetzt noch holen, der Dienststube von Zalambur, und gehen dann zu den Flüchtlingen. Haben wir hier noch ein... eine Sehenswürdigkeit. Wer Beherrschungspunkte sucht, wir haben hier direkt einen Beherrschungspunkt. Der ist aber irgendwo, scheint es unten drunter. Ich glaube,
Da ist eine Höhle im Wasser irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Wir könnten hier den Punkt gerade einmal holen, das Panorama, den Punkt und den holen. Jetzt komm, das machen wir. Dann sehen wir auch noch was von der Karte. Ich finde es total schön, die Karte, muss man wirklich so sagen. Ist wunderschön. Aufgeladen. Wunderschön. Ich find's wunderschön. Haben wir schon 2 von 10 Panorämchens. Das ist doch mega. Dann holen wir uns jetzt hier noch die Sehenswürdigkeit. Genau. Sieht auch echt wunderschön aus. Hier sind so Altare. Ich weiß nur leider nicht, wer die Figuren sind, aber ich vermute stark, dass die was mit dem Glauben der Anwohner hier zu tun haben. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Manche sehr schön, manche sehr, interessant. Holz, so einem Korb auf dem Kopf, aber okay, gut. Ja, gehen wir mal weiter. Okay. Aufgeladen. Was ist denn das für ein Händler? Guckt mal da. Da kann man mit Ecto. Interessant. Herrschaften, zieht eure Karten. Pyramide, zerbrochener Speer und der Drache. Der nicht Drache schlecht. Das scheint so eine Art Kartenspiel, würde ich jetzt mal so gerade raten. Dann wollen wir mal zu Zalamburs. Bringt mir Dinge, die ich hier nicht finde. Und ich... Ihr seid dann wohl Zalambur. Das bin ich. Meine Freunde, vertagen wir uns fürs Erste. In der Zwischenzeit gehört mein Casino ganz euch. Genießt den Luxus des hier ist großen doch gar keiner. Casinos. Hier ist doch gar keiner. Mit wem hat denn der geredet? Ihr habt mich davor bewahrt, noch ein paar Minuten mit diesen Schmugglern verhandeln zu müssen. Dafür bin ich euch was schuldig. Aber macht nächstes Mal einen Termin. Vielleicht sollte ich erklären, weshalb ich hier bin. Oh, ich weiß, warum ihr hier seid, Kommandeur. Oh, man weiß. Was ich nicht weiß, ist, was das mit mir zu tun hat. Elonischer Wein gefällig? Nein, danke. Sicher? Er ist nicht vergiftet oder so. Ja, aber wir sind ja im Dienst in dem Sinne. Mir habt ihr noch nie Wein angeboten. Ah, darf ich vorstellen? Archon Iberu von den Mondsicheln. Archon, der Kommandeur, ist den ganzen Weg aus Löwenstein zu uns gekommen. Mondsicheln. Der sieht ja richtig fancy aus mit seiner Rüstung. Ihr seid einer von Palava Jokos Untoten? Die Ehre, zum Erweckten gemacht zu werden, wird mir bald genug zuteil. Doch heute bin ich noch am Leben, Fremdling. Ich wollte schon sagen, der sieht nicht so tot aus. Wie euch gewiss klar ist, bin ich auf Einladung von Ratsoberhaupt Iman hier, um über militärische Unterstützung für Amnun zu diskutieren. Und gerade als ich eintreffe, erfahre ich, der Rat habe sich gegen das Bündnis ausgesprochen. Ja. Es ist noch nicht zu spät, Zalambur. Mach das rückgängig, bevor die Sache noch mehr aus dem Ruder läuft. Ich? Ich war nicht einmal anwesend, als diese Entscheidung getroffen wurde. Oh. Darum geht es gar nicht. Oh. Also, zum Punkt. Was wollt ihr? Oh mein Gott. Nicht. Feuer! Bei der nächsten Zusammenkunft des Rats wird euer Schoßhündchen dort einen plötzlichen Sinneswandel erfahren. Was? Bitte? Er wird... Jetzt reicht es. Erweckte, schlag diesen Schandfleck in Stücke. Hallo? Ich will mich bewegen. Dankeschön. Bewahrt alle Gäste zahlungsvoll vor Schaden durch den Angriff. Die Gäste müssen wir beschützen. Oh Gott, das wird lustig. Ich bin voller Ideen, die nicht sehr klug sind, aber die Lebenden vor einer untoten Armee zu beschützen, gehört nicht dazu. Schlagt euch an die Brust, so viel ihr wollt.
Salandino. Nötigt mich ja nicht, wieder herzukommen. Macht gibt mir recht. Oh, und da ist so eine Suppe. Ich weiß nicht, ob wir den Erfolgspunkt kriegen. Wir versuchen's. Haben wir? Wir haben es geschafft. Cool. Verzeiht die unschöne Szene, Kommandeur. Cool. Deswegen bestehe ich darauf, dass die Leute Termine machen. Ich habe euch gerne geholfen. In erster Linie deshalb, weil ihr mir jetzt was schuldig seid. Die Tatsache, dass ich noch laufen kann, wirkt sich gewiss zu euren Gunsten aus. Seltsame Gespanne bildet man in Kriegszeiten. Aber bei Cormier, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ich bin nur hinter Balthasar her, ist das klar? Ich lasse mich nicht einspannen für was immer ihr sonst noch laufen habt. Meine Organisation versetzt mich in die Lage, viele Dinge zu tun. Öffentliche Projekte zu finanzieren, etwas für unsere Gäste, die Flüchtlinge zu spenden, Kerze um Kerze in den Tempeln der Cormier am Brennen zu halten. Ich wollte mich nie mit den Mondsicheln anlegen, aber es war wohl unvermeidbar. Ich bin dankbar, dass ihr hier wart und das Angebot des Archons mitbekommen habt. Also werde ich mich mal für euch umtun. Mhm. Das ist ja auch das Mindeste, ne, nach allem. Wir wollen ja nicht viel, aber halt so ein bisschen, dass er sich umhört. Okay, heißt, das haben wir auch schon geschafft. So, wo müssten wir jetzt hin? Wir müssten jetzt zum Flüchtlingslager. Genau, okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. Wir haben, ich meine, hier aus den Bereichen soweit alles für später Kartenerkundung dann. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Und holen uns mal den Stern beim Flüchtlingslager. Man kann das hier alles super mit dem Raptor, mit dem Hasen, mit dem Springer machen. Ich habe natürlich jetzt die Himmelsschuppe, das bietet mir natürlich einen Vorteil, weil ich über die Mauern hinwegkomme. Aber wir haben hier einen Durchgang. Das funktioniert alles auch ohne. So, und ich finde die Karte so schön gemacht, oder? Wie gefällt sie euch? Ich finde sie wunderschön. Es ist halt mal eine ganz andere Gegend als das, was wir sonst halt so gesehen haben, finde ich. Okay, wir müssen, ich vermute stark, das Herzchen jetzt machen, oder? Hallo, sag mal bitte. Ich komme von Hauptmann Rahim. Jo. Würde es euch etwas ausmachen, wenn ich mit ein paar Flüchtlingen über Balthasar spreche? Ihr könnt es gern versuchen. Die meisten sind nicht sehr gesprächig. Hm. Dieses Lager wird nicht besser sein als die Orte, von denen sie geflohen sind, wenn wir hier draußen nicht bald mehr Hilfe bekommen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Vielleicht werden die Leute gesprächiger, wenn sie sich sicherer fühlen. Wir würden zu etwas Hilfe gewiss nicht Nein sagen. Priesterin Karima kann euch sagen, was wir am dringendsten brauchen. Alle guten Priesterin Wünsche für euch. Karima, da vorne, da ist die Priesterin. Okay, heißt, wir haben hier so groß ist das ganze Herzchenfeld. Helft Priesterin Karina. Okay, ich würde sagen, wir sprechen sie mal ganz kurz an. Möge Cormiers Wahrheit euch erlösen, Fremdling. Was könnt ihr mir über diese Situation sagen? Balthasars Truppen haben unsere gesamte Gegend nach Vorräten durchkämmt, ohne Rücksicht auf die Unschuldigen, die dabei starben. Wir haben gehört, er stehe kurz davor, etwas zu erhalten, was für seine Kriegspläne sehr wichtig ist. Was kann ich tun, um euch hier in der Lage zu helfen? Oder habt ihr eine Ahnung, wonach Balthasar suchen konnte. Welcher Sterbliche versteht schon die Begierden eines Gottes? Das bisschen, was wir über seine Suche wissen, stammt von den wenigen Aggressiven unter seinen Zaisenhängen. Wer sind die Zaisen? Einst war der Orden der Zaisen eine mächtige Gilde, die gegen dämonische Kräfte kämpfte und Turniere zu Ehren Balthasars anbietet. Na super. Nun kämpfen seine fanatischsten Anhänger, um seine geschmiedeten Armeen zu unterstützen. Okay. Wir haben hier eine Schlange von Flüchtlingen und
denen gibt man dann etwas Wasser haben. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Schau mal hier. Immer gerne. Du möchtest auch Wasser. Wo ist Wasser? Haben wir hier noch irgendwo ein Zelt? Da hinten haben wir noch ein Zelt. Koamir ist blind für die Probleme unserer Welt. Koamir, eure Götter haben euch im Stich gelassen. Balthasar ist zurückgekehrt, um uns zu retten. Ihr seid zu freundlich. Danke. Ich habe so einen Durst. Schon wieder. Ich habe hier aber kein Wasser mehr, Leute. Moment, ich gucke nochmal an dem anderen. Werft die Ketten eurer falschen Götter ab. Da hinten. Schließt euch dem Orden der Seishen an. Wisst ihr überhaupt, wo euer Gott ist? Nee, unsere aktuell nicht. Hier, in diesem Moment. Schau mal. Nee, okay, war doch kein Wasser, habe ich den Eindruck. Juhu, alle guten Dinge sind drei. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, das Wasser. Okay, jetzt haben wir das vierte Wasser, müsste das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, sie will jetzt nicht nochmal Wasser. Ihr seid zu freundlich. Danke. Mir geht es nicht gut. Medizin. Okay, hier, die darfst du gerne haben. Bitte schön. Das will ich euch nicht vergessen. Immer gerne, immer gerne. So, wir haben hier noch Medizin und einen Apfel. Medizin haben wir hier links jemandem im Zelt. Ist halt auch mal ein Herzchen, was mal was anderes ist. Haben wir jemanden, der einen Apfel möchte? Ich habe solchen Hunger. Du willst einen Apfel. Hier. Kannst Danke. Du haben. Das Bitte will ich schön. Euch nicht vergessen. Eure Götter haben euch im Stich gelassen. Balthasar ist zurückgekehrt, um uns zu Da ist jemand, der braucht Medizin. Schnell, alle raus aus den Feldern. Was? Oh nein, wir sitzen in der Falle. Versteckt euch. Ihr seid Schau mal. Kommt an meine Seite. Solange ihr es noch könnt. Da unten ist jemand hungrig. Okay, dann gehen wir nochmal hier in das große Zelt rein und holen einen Apfel. Eure Götter haben euch im Stich gelassen. Balthasar ist zurück. Werft die Ketten eurer falschen Götter ab. Wie oft will sie mir das noch ins Ohr schreien? Wisst ihr überhaupt, so, schau mal hier. Vielen Dank. Immer gerne. Und hier hinten haben wir noch ein Dörfchen. Also noch so ein Platz, wo wir dann uns um die Flüchtlinge kümmern dürfen. Wir haben jemanden, der möchte Wasser. Zack. Bitteschön. Und ich hatte jemand gesehen, der braucht medizinische Unterstützung. So, haben wir Wasser. Haben wir hier noch? Und dann ist unser Herzchen auch fertig. Wie gesagt, das geht echt flodikaroddi. Man kann natürlich auch noch die Zelte hier so ansprechen. Manchmal kommt dann was raus, so wie jetzt hier so eine Staubmilbe. Die kann man dann noch kaputt machen. Aber das Versorgen der Flüchtlinge geht, finde ich, immer super, super schnell. So, befragt ein paar Flüchtlinge am Lager. Okay, also wieder Kommando zurück. Ah, guckt mal. Verzeihung, könnt ihr mir sagen, was euch geschehen ist? Wir flohen Richtung Norden, um Balthasars Geschmiedeten zu entkommen. Aber in letzter Zeit marschieren sie in die gleiche Richtung, ins Hochland. Wenn das so weitergeht, bleibt uns bald kein Ort mehr, an den wir uns zurückziehen könnten. Okay, wir haben hier vorne noch jemanden stehen. Was ist euch in der Wüste widerfahren? Wir wären beinahe nicht mehr lebend dort rausgekommen. Wir haben gerade noch kurz vor einer Invasion der Geschmiedeten aus den Salzebenen fliehen können. Balthasar hat die gesamte Wüste auf den Kopf gestellt und... Es tut mir leid. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Okay. Vollstes Verständnis. Man sollte nie jemanden zu irgendwas drängen Verzeihung, oder zwingen. Könnt ihr mir sagen, was euch geschehen ist? Wir hatten uns von einer Gruppe getrennt, die sich, nachdem sie die Elon-Flusslande im Süden verlassen hatte, vor Angriffen der Geschmiedeten in der Schicksalsschlucht verstecken musste. Wir dachten, wir wären in Sicherheit, aber man war uns gefolgt. Ich sah eine Chance zur Flucht und ich ergriff sie. Die Schreie verfolgen mich immer noch. Als es anfing, rannte ich blindlings los und... Oh, Dwayna, vergib mir. Ich bin ein Feigling. Ich hätte mit ihnen sterben sollen. Nein, das hättet ihr nicht. Und seid versichert. Balthasar wird dafür zahlen. Okay. Haben wir den letzten noch hier? Was ist euch in der Wüste widerfahren? Wir kamen gerade aus dem Hochland herunter, als wir in einen Hinterhalt der Gebrandmarkten liefen.
Den hätte keiner von uns überlebt, wäre Vlast nicht angeflogen gekommen und hätte uns gerettet. Vlast? Ihr wisst schon, der Drache. Glints Nachkomme. Oh. Seid ihr sicher, dass ihr nicht Schimmer meint? Die Barden nannten ihn Schimmer, das stimmt. Aber sein wahrer Name ist Vlast. Er ist ein geflügelter Retter. Wir verdanken ihm unser Leben. Das ist der erste Nachkomme, Orins Bruder. Er ist ein guter Drache? Er setzt das Werk seiner Mutter fort. Kormir möge ihn segnen. Wo finde ich ihn? Niemand weiß, wo sein Nest ist. Er taucht einfach immer auf, um die Gebrandmarken zu bekämpfen. Orin hat also einen Bruder. Das sind großartige Neuigkeiten, hoffe ich. Wartet nur, bis Taimi das erfährt. Sieht aus, als wäre ich hier fertig. Jetzt will ich mal sehen, ob ich Taimi erreiche. Okay. Sie sagte, höher gelegenes Gelände. Okay, wir haben auf jeden Fall einiges erfahren. Aurin hat einen Bruder, das wusste ich jetzt so auch nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht genau, ob wir den so wirklich sehen oder ob das irgendwie doch ein anderer Drache ist. Auf jeden Fall sollen wir jetzt nach oben, damit wir besseres Signal bekommen. Ich vermute mal stark, das ist hier diese Wolke. Okay, die müssen wir erst kaputt machen. Taimi, kontaktieren. Hört ihr mich? Bitte komm. Ich habe anscheinend keinen Empfang. Ich bin hier, Kommandeur. Ich höre euch. Bin froh, dass ihr die Kristallwüste heil überstanden habt. Ihr seid doch heil, oder? Taimi. Oh. Habt ihr den Feuerknecht schon fertig gemacht? Wie ist es gelaufen? Los, sagt schon. Spuckt aus. Balthasar hat die Wüste ins Chaos gestürzt. Ich versuche, den kürzesten Weg zu ihm zu finden, Na, ihr wisst schon. Aber ich glaube, die wichtigste Neuigkeit ist eine Geschichte über einen Drachen. Vlast. Anscheinend ist er ein weiterer Nachkomme von Glint, Orins Bruder. Ich will alles über ihn wissen. Wie groß ist er? Flügelspannweite, Kräfte? Hat er vor euch jemanden aufgefressen? Ich bin ihm noch nicht begegnet, aber ich lasse es euch wissen. Wie stehen die Dinge in Rata Novus? Es ist schwer, die Leute mit Vermutungen zu überzeugen, also versuche ich zu beweisen, dass es nicht ideal ist, Drachen zu töten. Und ich versuche, die gesamten Informationen des Drachenlabors in Schradel reinzukriegen, damit ich beweglicher bin. Im Labor geht es zu wie im Irrenhaus. Die veranstalten da jetzt Führungen. Führungen! Die Taimi. Wo ich gerade davon spreche, da kommt so ein Trupp. Meldet euch später wieder, wenn ihr könnt. Aufgeladen. Okay. Eine Nachricht von Zalambur. Indem ihr eine feindliche Übernahme verhindert habt, habt ihr euch meinen Dank verdient. Im Gegenzug bin ich an einige Informationen gekommen, die ihr wertvoll finden werdet. Ich habe eure Gildenkameraden herbeigerufen, euch in meinen Casino zu treffen, damit ihr alle hören könnt, was ich in Erfahrung gebracht habe. Okay, ich würde sagen, Sandal-Ding machen wir jetzt nur schnell kaputt. Und dann... Ihr hättet Imans Gesicht sehen sollen, als wir... Ah, hier sind so die zwei. Wir gingen jetzt, weil wir eine Einladung des Casinos und seines Besitzers hätten. Wenn jemand Spießbürgern eine solche Reaktion abtrotzt, hab mich fast schon denken lassen, dieser Zalambur könnte mir gefallen. Ich habe gehört, er spende viel Geld für Kormirs Priesterschaft. Die haben sich fast überschlagen, um seinen Namen zu preisen. Vielleicht sollte Amnun ihn zum Anführer machen. Bin überrascht, dass man im Rat noch nicht die Vorteile von Pyramiden im Gegensatz zu Würfeln diskutiert. Ihr solltet ihn vielleicht erst mal kennenlernen, bevor ihr ihn für ein politisches Amt vorschlagt. Oh, guck mal, hier sind Oger. Kanach, was macht ihr denn hier? Ah, da! Genießt ihr eure freie Zeit? Freiheit schmeckt süß, Kommandeur. Ich bin dabei, meinen Durst zu löschen. Okay. Ihr solltet euch uns anschließen. Wir wollten uns gerade treffen mit, Zalambur. Ich weiß schon das eine oder andere über diesen Ort. Der Silvari-Glücksspieler, der mit 500 Gold vorn liegt, ist nur meine Tarnung. Versprochen. Okay. Jetzt, da er frei ist, darf ich ihn doch wohl töten, richtig? Ridlock. Herrschaften, immer hübsch höflich bleiben. Wie wär's, Kanach? Freiheit ist zwar eine nette Sache, aber auch etwas langweilig.
Das hier ist viel interessanter. Das habe ich mir schon Außerdem gedacht. Außerdem habe ich ja möglicherweise eine Wette laufen, dass jemand, der Altdrachen bezwingen kann, auch einem Gott gewachsen ist. Und die gedenke ich zu gewinnen. Mhm. Wie hoch war die Quote? Nur nichts beschreien, Kommandeur. Okay, heißt Kanar ist mit an unserer Seite. Jetzt müssen wir mit den Zalambur einmal quatschen. Willkommen zurück, Kommandeur. Welche Ehre, die Mitglieder der Drachenwacht in meiner bescheidenen Einrichtung begrüßen zu dürfen. Bitte folgt mir. Das große Sahil-Casino läuft bereits wieder mit voller Leistung. Und das verdanken wir zum Großteil eurem Eingreifen neulich. Mhm. Hier findet ihr die besten Spiele und die beste Unterhaltung in der gesamten Kristallwüste. Mögt ihr Glücksspiele? Nein. Wenn das Glück uns hold ist. Ich habe mich über mein Netzwerk nach Balthasar erkundigt. Und ich glaube, ich weiß, was er sucht. Was denn? Ihr liegt halb richtig. Er ist gerade auf der Jagd nach einem Kristalldrachen. Aber dieser Drache ist Vlast. Ich frage mich, weshalb er plötzlich das Ziel wechselt. Wer von uns versteht schon den Willen eines Gottes? Allerdings weiß ich, dass seine geschmiedeten Armee Lager in der ganzen Kristallwüste unterhält. Okay. In diesen Lagern macht er Halt, um Truppen zusammenzuziehen, während er der Spur des Drachen folgt. Also könnten wir ihn in einem der geschmiedeten Lager abfangen. Ihr habt euch bewährt, Zalambur. Ich bereue nicht, dass ich euch am Leben gelassen habe. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, Kommandeur. Ich werde jetzt aufbrechen. Mhm, bitte genießt eure Zeit hier. Aber bleibt dem Roulette mit den hohen Einsätzen fern. Es ist manipuliert. Ich wusste es. Kanar. Meldet euch bei euren Gildenkameraden. Okay. Quatschen wir mit Kanar also, noch schnell. Wer kommt mit in eins dieser Lager? Klingt doch gut. Machen wir ihn fertig, ehe er für den Tod von noch jemandem verantwortlich ist. Wir wollen ja nicht wieder blindlings drauf losrennen. Und wenn ich mich euch wieder anschließe, kann ich mich auch genauso gut nützlich machen. Ich werde das Hauptlager ausspähen, sehen, was ich dort sehe und mich dann wieder bei euch melden. Das Hauptlager? Ganz allein? Erscheint mir riskant. Nee, nicht allein. Ich gehe mit ihm. Nicht die Antwort, die ich erwartet hatte. Hey. Urlaub hat irgendwie die Eigenschaft, eine Klinge sozusagen stumpf werden zu lassen. Kann euch doch nicht unbeaufsichtigt rummachen lassen. Schon besser. In Ordnung. Cass und ich schauen uns mal die kleineren Außenposten an. Ach, das überlasse ich euch, wenn es euch nichts ausmacht. Ich habe ein paar Dinge zu regeln. Oha! In der Nähe eines der geschmiedeten Lager gibt es einen Tempel der Kormir. Dort könnt ihr mich finden, wenn ihr fertig seid. Oha, Cass, ich dachte jetzt schon, dass du mit uns kommst. Aber okay, wir haben auch die Instanz und wissen, okay, Aurines Bruder ist aktuell Balthasars Ziel. Wo wäre denn unser nächster Stern? Und zwar hier, sprecht mit Hauptmann Rahim. Okay, ich würde sagen, das ist die gesamte Kristalloase hier entlang. Wir haben hier oben dann das Wüstenhochland. Wir haben hier schon echt gut was von Amnun freigeschaltet. Wir haben noch ein paar Heldenpunkte, die wir uns hier holen können. Da wird es wieder spannend, ob wir die hinkriegen. Aber wenn nicht, hole ich mir Hilfe. Aber für die heutige Folge würde ich sagen, machen wir Schluss. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo und einen Kommentar gern dalassen würdet. Und würde mich dann sehr freuen, euch im nächsten Part willkommen heißen zu dürfen. Macht euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.